Der Schauspieler Johannes Heesters ist tot. Der gebürtige Niederländer verstarb im Alter von 108 Jahren an Heiligabend im Klinikum Starnberg, wie die Berliner Agentur Ross, die Heesters vertrat, bestätigte. Johannes Jopi Heesters galt als ältester aktiver Künstler der Welt und stand bis ins hohe Alter auf Theaterbühnen. Er gehörte zu den populärsten Schauspielern des letzten Jahrhunderts. Bereits in jungen Jahren zog es Heesters auf die Bühne. Ab 1935 ging es mit der Karriere des Johannes Heesters stetig aufwärts. Seine Musikfilme machten ihn zum Star. Wegen seines Erfolges während des Dritten Reiches wurde Heesters Zeit seines Lebens vor allem auch in seiner Heimat, den Niederlanden, kritisiert. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb er in Deutschland und Österreich ein gefragter Darsteller. Hinzu kamen nun auch Rollen fürs Fernsehen. Zu seinen bekanntesten Auftritten zählen vor allem zahlreiche Operettenrollen. Als Heesters Paraderolle gilt der Graf Danilo aus Lehas, die lustige Witwe. Aber Heesters wirkte auch in zahlreichen Filmen mit. Kurz nach seinem 108. Geburtstag war Heesters nach einem Schwächeanfall ins Krankenhaus gekommen und lag seitdem im Klinikum Starnberg auf der Intensivstation.